Es gibt doch diese Fernsehsendung, denn sie wissen nicht, was passiert. So ist es, ja. Das ist eigentlich der Ursprung dieser Fernsehsendung. Das stimmt. Albert, du hast doch bestimmt mein Buch gelesen. Habe ich, natürlich. Ja, also in Schlaflosen klar. Nicht. Genau. Dann habe ich gesagt, lieber Albert, dann sag du mir doch mal, was so Themen sind, über die du heute mit mir sprechen so möchtest. Ist es, genau. Für mich wichtige Themen. Wärmt Alkohol von innen? Genau. Klar. Dann war, kurbelt Sekt den Blutdruck an? Ja. Dann war, sind Rotwein und Schokolade gut fürs Herz? Ja, genau. Und dann kam noch, sind Karotten wirklich gut für die Augen? Das so ist es, genau. Das wurde mir immer erzählt. Deswegen habe ich das. Aber nur damit ihr mal hat merkt. Hat das genützt, ne? Kann man sehen, hat mal genützt. Nur, ja. Nur damit ihr mal so merkt, worüber der Albert sich so Gedanken gemacht hat. Es war sehr, ich möchte sagen, es war sehr pragmatisch. Ja, natürlich. Das sind auch in der Fastenzeit wichtige Fragen. Ja, ganz wichtig in der Fastenzeit. Ganz wichtig. Zum Beispiel das Übergeben. Also, wenn man jetzt sehr viel Alkohol trinkt. Das ist eine Schutzfunktion des Körpers. Das bedeutet nicht Entgiftung. Jetzt ist alles wieder raus, jetzt kann ich weitermachen. Schade. Ich sage immer nein, nach 6 Uhr trinke ich keinen Kaffee mehr, weil dann kann ich nicht mehr schlafen. Nee, das. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt natürlich, weil das liegt an dem Koffein, aber nichtsdestotrotz müsste für dich in deinem Alter. Du hast ja auch einen gewissen Rezeptorenverlust. Also ja. Ein Espresso. Ja, was heißt das? Was hat das zur Folge? Was hat das? Rezeptorenverlust. Das ist ja interessant. Rezeptorenverlust. Ja, das ist im Alter, baut man überall an allen Rezeptoren ab. Warum gehen eigentlich Männer immer so lange aufs Klo? Ja, weil sie halt. Wir haben sind entspannt. Entspannt, würde ich sagen. Quatsch, entspannt. Am Klo. Es ist ja auch eine Form von Befreiung. Du bist ja eine Last los. Hast du eben neu erklärt. Also du hast ja, der Magen ist voll und das kommt raus. Und dann, also du bist ja eine Last. Es ist ja Befreiung. Es ist ja was Schönes. Jetzt kommt die Wahrheit. Die Türklinke. Da allerdings mache ich manchmal so mit, dass ich das mit dem Ärmel so. Ne, so. Ach, jetzt doch. Ja, das mache ich dann schon. Ah. Weil die Türklinke wirkt nicht so vertrauenswürdig wie der Rest dieses Örtchens. Ah ja. Also ganze Hand auf den Toilettensitz, Türklinke dann doch nicht. Genau, die Türklinke ist irgendwie. Und die fasst er dann ohne mit der Wimper zu zucken an und drückt sie runter. Und das ist der Fehler. Die ist nämlich richtig kontaminiert und hier lauert die wirkliche Gefahr. Und jetzt habe ich dir noch was mitgebracht. So als, du musst ja heute nicht nur trinken, du musst auch essen. Als nächstes kauft ihr euch auf der Raststätte noch einen Müsli-Riegel. Ah, mach auf. Ja. Du musst das ja mal zeigen, demonstrieren. Ja, ich bin ja hier das Versuchskaninchen. Und fasst ihn natürlich, womit sonst? Mit den Händen an. Wie ich mach weiß. Mal. Mit den Fingern an. Ab im Mund. Nimm ruhig noch ein Stück, ist lecker, ist Crunchy Peanut Butter. War echt Geräusche hier. Okay, mach mal. So, also Müsli-Riegel mit den Fingern, das sind die gleichen Finger, die gerade noch die Türklinke berührt haben, ne? Mach noch mal, mach mal Mund noch mal. Mhm. So, wunderbar. Und jetzt beißt du herzhaft hinein. Und jetzt lassen wir, kau ruhig in Ruhe. Und weil sich noch ein Stückchen Nuss zwischen den Zähnen hinten festgesetzt hat. Pult ihr ihn natürlich mit den Fingern raus. Ja, das kann ich euch jetzt nicht ersparen. Es gibt nämlich leider immer noch Schmutzfinken, die sich nach dem Toilettenbesuch die Hände nicht waschen. Und die haben jetzt möglicherweise ihre Fäkalkeime auf der Türklinke verteilt. Und die habt ihr jetzt auf dem Schokoriegel oder dem Müsli-Riegel. Ja.
zwischen den Zähnen auch hinten, ne? Ja, genau. Wenn man seinen Puls fühlt, wenn man den gut fühlt, ist der mindestens über 90. Wenn man den nicht mehr fühlt, ist schlecht. Dann, wenn man den selber noch fühlen kann, kann ich euch beruhigen, dann seid ihr noch da. Ganz schlecht, ja. Wenn man den selber nicht mehr fühlen kann und man fühlt nichts mehr, das ist dann richtig schlecht. Dann ist das mein Fall. Kommt der zu mir. Na, genau. Hat er nicht gesagt. Nein, habe ich Hat nicht er nicht gesagt. Nein. Hat nein. er gesagt, ne? Hat er nicht. Hat er nicht gesagt. Gut. Ich kann dir auch Cabernet besorgen morgen. Ne? Ich muss mal wissen, was das ist, wirklich. Kennst du das Nein, nicht? Das kann du hast ich doch nicht. Mal in Köln gelebt. Ja, aber das kenne ich trotzdem nicht. Alles ist nicht so schlimm, trinkst du den Dr. Flim, könnte man sagen. Also ja, dann der, hast du ja was du mir für morgen also der Produzent kann. Von Cabernet ist der Dr. Flim, der war der Präsident vom ADAC, ist vom Gabelstapler überfahren worden. Ja, genau. Von daher, ja, ist so, ist so, ja.